Ja, seinen Nachbarn kann man sich nicht aussuchen, erst recht nicht, wenn man so wohnt wie hier. Und in dem Kinofilm, den wir Ihnen heute zum Schluss vorstellen wollen, rückt ein Paar einem unter ihm wohnenden anderen Paar so sehr auf die Pelle, dass es kracht. Aber nicht so, wie Sie jetzt denken. Denn die eigentlich ungewollte Nähe bringt in diesem Fall plötzlich Licht ins Dunkel und entlarvt die Distanz von zwei Menschen in den eigenen vier Wänden. Klaus Lesche. Sie sind nett. Das sind Vollidioten. Schon wie sie Hallo sagen. Hallo zusammen. Dass seine Frau die neuen Nachbarn eingeladen hat, passt Thomas gar nicht. Er ist gern allein, ihn graut vor Geselligkeit. Doch immerhin, Thomas will das Treffen nutzen, um mit den Nachbarn Klartext zu reden. Deren Sexgeräusche rauben Anna und Thomas nachts oft den Schlaf. Vielleicht liegt das auch daran, dass die beiden solche Geräusche schon seit Jahren nicht mehr selbst produzieren. Ich habe einen Verdacht. Hm? Einen blöden. Einen Verdacht? Hm. Wir sind neidisch. Irgendwann sind die Nachbarn Hallöchen. Dann da. Erst ist's ein wenig krampfig. Die Männer schießen kleine Spitzen gegeneinander ab. Die mitgebrachten indischen Spezialitäten sind eher ungenießbar. Aber dann ist es nicht Thomas, es sind die Nachbarn, die auf Sex zu sprechen kommen. Wir tauschen die Partner, aber wir sind nie mehr als acht. Logisch, das... Ja, einmal sind wir 10 gewesen. Ah, am Geburtstag. Ach so, ja, pff, klar. An meinem Geburtstag habe ich auch gerne viele Leute um mich. Die unverblümte Einladung zum Gruppensex bringt Anna und Thomas aus dem mühsam bewahrten Gleichgewicht. Jahrelang aufgestaute Frustrationen kommen endlich zur Sprache und Nachbarin Lisa versucht sich als Therapeutin. Wir haben ein Kind. Eins. Wolltest du mehr? Mindestens 10. Ach was, 2 oder 3. Habt ihr euch deswegen viel gestritten? Nur. Ständig. Die Nachbarn von oben erinnert an die preisgekrönte Komödie Der Gott des Gemetzels. 2 Filme, 1 Thema. Was geschieht, wenn das Korsett von Zurückhaltung und Zivilisiertheit gesprengt wird, wenn Gefühle ungefiltert durchbrechen? Das kann, wie hier, komisch sein, vorausgesetzt, man schaut es bequem und aus sicherer Distanz im Kino an. Und Die Nachbarn von oben läuft ab Donnerstag in unseren Kinos.